Hallo und willkommen zurück zum Blender-Tutorial. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man hier so ein schönes Bild hin erstellen kann von den Objekten, die wir gebaut haben. Und natürlich wollen wir irgendwie von diesem Interface wieder zurückkommen. Also müssen wir hier einfach bloß auf 3D-View und können hier wieder aus der Kamera raus und sind wieder bei der normalen Ansicht. Um aus der Kamera rauszukommen, einfach wieder die 0 auf dem Numpad drücken. Und schon seid ihr raus. Ja, ich empfehle im Allgemeinen sowieso eine ordentliche Tastatur zu verwenden mit einem Numpad, weil das wesentlich angenehmer ist, um hier in Blender ordentlich zu arbeiten. Ja, wie ich schon gesagt habe, könnt ihr halt auch ein wenig ein paar Einstellungen an der Renderei hier vornehmen. Nämlich zum einen natürlich erstmal die Auflösung des Bildes, was ihr erstellen wollt. Die Auflösung bei mir ist jetzt hier erstmal einfach Full HD. Die ganzen Auflösungen und so weiter könnt ihr einfach aus dem Internet nehmen, was ihr hier halt so braucht für, was weiß ich, vielleicht mal einen schönen Hintergrund oder so, den ihr bauen möchtet. Kann ja auch sein, ist ja nicht immer alles nur für Unity gedacht. Blender ist halt relativ vielseitig. Ihr solltet beachten, dass bei diesem Resolution, was ich hier euch zeige, auch dieser Part existent ist. Das ist einfach quasi der Scale dieses Bildes. Und das bedeutet quasi so viel wie von dieser Auflösung, die ihr genutzt habt, wird bloß so und so viel Prozent verarbeitet. Das könnt ihr auch einfach auf 100% hochstellen. Da kann ich euch jetzt mal zeigen, wenn ich es wieder render, ist das jetzt auf der Größe auch. Aber jetzt ist es explizit auf Full HD gerendert worden. Das dauert dann halt natürlich ein Stück länger. Ich stelle es mal wieder zurück auf 50, weil mehr brauche ich gerade nicht. Ich will es ja nicht direkt als Bild verwenden. Ich will es euch jetzt erstmal nur zeigen. Und wenn ihr es dann einfach nochmal rendert, ist es halt wieder auf der Hälfte von Full HD. Ja. Ihr seht hier übrigens auch die Zeit, wie lange halt so ein Frame bei euch gerendert hat. Und bei mir waren es jetzt halt 12 Millisekunden. Nee, Quatsch. 120 Millisekunden müssten das sein. Und das liegt halt daran, dass ich halt einen relativ schnellen Rechner habe. Es kann bei schlechteren Rechnern auch mal etwas länger dauern. Das hängt auch alles damit zusammen, was der Computer alles erstmal berechnen muss. Bei mir ist jetzt halt die Kugel mit den ganz, ganz vielen Flächen. Die ist halt doch etwas größer. Und dauert halt dann ein paar Millisekunden mehr bei mir. So, außerdem gibt es natürlich noch Shading. Da kann man halt einstellen, wenn man Texturen oder sowas drauf hat, dass man die halt nicht mit rendert oder halt doch rendert. Wie zum Beispiel Schatten oder Texturen oder halt so verschiedenste Sachen, die man halt mit eingebaut hat. Dann gibt es noch Performance. Da kann man explizit noch einstellen, wie halt man seine Performance, wie die Auslastung des Computers halt sein soll. Für bestimmte Teile ist nicht zwingend so wichtig. Was noch wichtig ist, ist der Output. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwelche Bilder wirklich unbedingt speichern möchtet, ist hier erstmal standardmäßig zwar dieser Temp-Ordner eingestellt, aber der Temp-Ordner ist auf Windows eigentlich ein Ordner, wo halt nur Dateien hinkommen, die halt wirklich nur temporär gespeichert werden sollen, also irgendwann halt wieder gelöscht werden sollen. Das könnt ihr euch natürlich einfach umstellen und könnt dann halt irgendwo anders auf irgendwelchen anderen Partitionen oder so weit und so weiter halt das abspeichern. Ist vielleicht auch sinnvoller. Bei mir landen halt jetzt wirklich gerade alle Renderbilder dort und ist halt eigentlich vollkommen sinnlos. Das ist halt wirklich erstmal nur für mich zur Ansicht. Das empfehle ich euch auch. In den meisten Fällen braucht ihr die Bilder, die ihr da habt, nicht. Und es gibt dann halt hier noch die Kompression der Bilder und genau das Dateiformat. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ihr jetzt natürlich eine JPEG haben wollt, dann müsst ihr natürlich JPEG einstellen. Ich gehe immer auf PNG, weil das halt auch das Format ist, was Unity am ehesten mit annimmt. Und ja, die Kompression, die könnt ihr auch höher stellen oder kleiner. Je nachdem, wie ihr halt euren Computer auslasten wollt. Ja,
Des Weiteren, wenn ihr ein Bild rendert, habt ihr auch die Möglichkeit, hier bei Image das Ganze einfach als Image wirklich zu speichern. Da geht ihr einfach hier auf Save as Image, dann kommt halt so eine Dateifahrtanfrage, wo ihr es denn gerne haben wollt, und da könnt ihr es dann einfach ablegen und bekommt genau dieses Bild, was ihr halt gerendert habt, mit dieser Auflösung, die ihr hier auch eingestellt habt mit der Prozentzahl, genauso raus. Und könnt das dann halt nutzen, wie auch immer ihr möchtet. Ja, das war erstmal so das Wichtigste zum Rendern. Jetzt kommen wir zum Thema Farben. Natürlich haben wir jetzt hier die Objekte und die sehen jetzt zwar noch nicht sehr viel aus und so. Und vor allen Dingen sind sie halt nur grau. Das ist erstmal ziemlich praktisch so, um sie zu bearbeiten. Aber wenn wir dann natürlich wollen, dass sie nach was aussehen, brauchen sie auch ein bisschen Farbe. Und um eine Farbe zu erstellen, müssen wir einfach das Objekt selektieren und gehen hier hinten, wenn ihr das hier ein bisschen größer haben wollt, um alles zu sehen, zieht es einfach mal ein bisschen lang. Dann gehen wir hier hinten auf diese kleine Kugel mit den beiden, mit den Vierecken da drauf und drücken da drauf. Dann bekommt das halt so ein Standardmaterial. Das Material könnt ihr einfach durch Doppelklick hier umbenennen. Hallo, ich bin eine Farbe. So heißt das jetzt. Und hier könnt ihr dann halt einstellen, was das für eine Farbe sein soll. Und ja, ihr könnt dann halt hier erstmal die normale Farbeinstellung nutzen. Das ist dieses Diffus. Das ist halt die Standardfarbe explizit. Da könnt ihr dann halt gucken, was für eine Farbe ihr haben wollt. Sucht euch was Schönes aus. Hier könnt ihr auch direkt die RGB-Werte eingeben, wenn ihr möchtet. So. Oder ihr gebt halt einfach was vollkommen anderes ein. Das ist vollkommen euch überlassen. Und ja, je nachdem, was ihr halt so haben wollt. Natürlich ist es sinnvoll, dass wenn ihr einen Tisch oder sowas habt, dass der dann halt braun wird, wenn es ein Holztisch ist zum Beispiel. Das solltet ihr vielleicht beachten. Und wenn ihr dann natürlich einem Objekt eine andere Farbe machen möchtet, dann einfach wieder eine neue Farbe erstellen. Und der kriegt jetzt rot. So, jetzt haben wir einmal einen blauen und einmal einen roten. Und hier haben wir auch noch so einen kleinen weißen Fleck. Dieser kleine weiße Fleck ist die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist natürlich auch sehr wichtig und hängt auch mit dem Material, was wir hier verwendet haben, mit der Farbe zusammen. Und ist halt in diesem Specular-Attribut drin. Und da können wir halt die Intensität des Lichtes, was halt wieder von dem Objekt reflektiert wird, einstellen. Und da ist jetzt zum Beispiel wichtig, ist das Objekt aus Plaste und wirft es halt sehr viel Licht zurück, wie in diesem Fall, wenn halt wirklich doch recht viel abgegeben wird. Oder ist es halt doch eher mehr sowas, was eher weniger Licht abgibt und deswegen halt vielleicht sogar gar keins, weil zum Beispiel Holz gibt jetzt nicht so viel Licht ab, wenn es angestrahlt wird. Das wäre halt so meine Idee für euch, einfach mal zu gucken, aus welchem Material soll überhaupt das sein, was ihr baut, und dass ihr das halt somit beeinflussen könnt. Wenn ihr natürlich diese Objekte in Unity reintut, dann werden die Materialien immer ein wenig zerhauen. Die sehen dann nicht mehr so toll aus. Da empfehle ich euch wirklich, die Materialien aus Unity zu benutzen. Aber gerade für Ansichten oder so, wenn ihr halt euch wirklich nicht sicher seid, ob ihr das wirklich so haben wollt. Und wenn ihr euch schon überlegen wollt, was für Farben oder welche Farbzusammensetzungen ihr haben wollt, dann macht das gleich hier in Blender. Das erspart euch viel Arbeit. Ihr müsst natürlich in den meisten Fällen dann nochmal ein bisschen die Farben abändern für Unity, aber das werdet ihr dann noch sehen, wenn wir direkt Unity und Blender zusammenfassen. Das wäre es schon erstmal wieder zu den Anfängen der Farben, und im nächsten Video erkläre ich euch noch einiges mehr über verschiedenste Arten, was man noch mit den Farben machen kann, zum Beispiel Transparenz oder halt ein bisschen Spiegelung
Und ja, also bis zum nächsten Mal.